Schön, dass ihr da seid. Wir steigen direkt wieder ein. Nein. Nein, 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 nein. Ich darf hier nichts tun. Ihr killt mich. Okay. Fragwürdige Ethik. Ach, die Steuerung macht mich so kaputt in dem Spiel. Hi. Ja, ich habe es besiegt. Hätte ich es auch einfach killen können? Wahrscheinlich. Hallo? Habe ich jetzt meinen Ausgang? Okay, ich kill mich mal kurz hier. Und ich guck nochmal. Ohne das Viech zu killen am Ende. Oh! So eine unglaublich hektische Steuerung. Okay. Der kommt hier 100 pro gleich raus. Ein Schuss in meinem Revolver. Und ein bisschen Sprengstoff habe ich. Geht hier irgendwas? Nee. Okay, diesmal hat es geklappt. Alles klar. Wie auch immer. Kleine Mistviecher. Alle geplatzt. Oh! Miese Nummer. Mich einfach hier. Oh. Entschuldigung. Was? Okay. Ah. Da hat sich einmal Half-Life verabschiedet. Ich habe mich vor dem erschrocken. Ich wollte ihn nicht killen. Da muss ich doch nicht gleich das ganze Spiel schließen. Hier rauszukommen wäre, jemand zu finden, der eine Berechtigung für den Scanner hat, mit dem die vordere Tür aufgeht. Ich bin ziemlich sicher, dass sich in den Labors ein paar Wissenschaftler verstecken. Wenn wir beide auf die Suche gehen, können wir sie vielleicht finden und dazu bringen, uns rauszulassen. Alles klar. Los.
Komm, Timmy, mach dein Ding. Okay. Das hat ja schon mal funktioniert. Komme ich da runter? Nee. Wer ballert hier rum wie so ein Wilder? Waren wir jetzt zu langsam, um Timmy zu retten? Oh, warum macht er denn auf? Oh no. Was ist das? Es lebt. Oh mein Gott, was ist das? Will es ausprobieren. Okay. Granate. Jungs. Super unnötig. Hallo? Oh nö. Ah Gott, hier sind ja mehrere davon. Um Gottes Willen. Ah, ich lasse euch mal alleine. Okay. Viele Schuss der aus dieser Pistole braucht, da kann ich auch gleich. Da könnte ich ja auch gleich den. Nee, könnt ihr mal nicht. Sollte ich euch jetzt killen da drin? Oh, warte mal, die Tür kann ich jetzt öffnen von der anderen Seite. Das ist gut. Bleibt ihr mal ruhig da drin.
What the fuck? Was ist denn das? Eine Art Waffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Warum benutzen wir das Ding denn nicht? Es ist unzuverlässig. Hat die Tendenz. Ey! Mich macht das hier wirklich kirre. Ich habe das Gefühl, hinter jeder Ecke ist einer, der einem gleich auf den Sack geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier das Ding irgendwie kaputt machen kann, dass das dann funktioniert, aber anscheinend nicht so. Ach so, von der anderen Seite braucht es auch noch einen Laser, okay. Und jetzt? Kann ich es jetzt aktivieren? Warum steht hier so eine dämliche Kiste rum? Kann man nicht kaputt machen. Was ist hier unten? Weiß man nicht. Ah, der hat noch gefehlt. Okay, ein dritter Laser. Jetzt, und los! Do not obstruct laser shield. Oh, was haben wir jetzt? Wow, okay. Ah, Moment. Haha, yes, sir. Gehst du dann auch wieder aus? Ja.
Nix drin. Hi! Zuerst die Medi-Einheit abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat sich wieder bis hierher zurückgeschaltet. Ja, du darfst ruhig auch mitkommen, Nummer 3. Schon gut. Lassen Sie mich einmal merken. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Nein! Also, ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen. Meinem Kollegen ist man unterwegs. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Wie jetzt? Da kommt da nur einer mit? Ach, von mir aus. Wo war denn jetzt dieser... War das hier? Ja. Oh Gott, okay, alles klar. Ja, komm mit. Kollege, mach mal oben das Loch auf. Danke. Gut, ich lasse es hier raus, aber ich mache es. Da draußen ist die Hölle los. Das Militär hat komplett die Kontrolle übernommen. Sie müssen sich von einer Seite zur anderen schleichen und durchkämpfen. Und ich glaube nicht, dass Sie dabei viele Leute treffen, die auf unserer Seite stehen. Falls Sie das Ganze aber tatsächlich überleben und es schaffen sollten, die gesamte Basis zu durchqueren, kommen Sie in den Lambda-Komplex, wo der Rest des Wissenschaftlerteams Zuflucht gesucht hat. Ich selbst würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass Sie auf dem Weg sind. Okay. Na dann, let's go. Ich habe das Gefühl, ich treffe ihn nicht. Wie oft soll ich noch auf ihn schießen? Die ist abgestellt. Ich halte sie auf, nein, komm. Also dann gehen Sie vor. Weiter gehe ich nicht. So, jetzt aber. Okay, nochmal. Lauf! Mist. Das hat nicht geklappt. Dass die mich von hier starten lassen. Ich könnte auch einfach abspeichern, ne? Okay. Wenn man es zu eilig hat. Sie müssen aber zuerst die Medien abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat nicht wieder bis hier. So, also das Geschütz muss ich kaputt machen. Komm, benutz den Dinger hier. Los. Gut, ich lasse es raus, aber ich mache es. Seite zur anderen schleichen und durch.
Ein Wissenschaftler, dem Himmel sei Dank. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Milizen hier ausrichten, wo wir uns verstecken. Alle von uns haben eine Freigabe für den Rechner-Scanner. Ey! Ihr habt das überlebt? Oh Mann, ey, jetzt habe ich hier Granaten verschwendet. Ich glaube, man kommt hier immer mit 89 Leben raus. Exakt die Zahl. Okay, ach, auf Q kann ich schnell auf die Ding wechseln. Ja. Mit was kill ich den denn am besten jetzt da draußen? Am schnellsten? Ja, mit dem Ding, komm. Danke. So, und damit, falls jetzt nicht nochmal was Dummes passiert, machen wir einfach mal ein Safe Game hier an der Stelle. es ist rigged. Von vorne bis hinten. Was soll ich denn machen? Ich muss die doch kaputt machen. Sprung. Okay. So geht's. Nice. Revolvermunition nehme ich. Beste Waffe. Die habe ich noch nicht probiert. Oberflächenspannung. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Oberflächenspannung.